Welche Rolle spielt denn die Eucharistie für Sie in Ihrem Leben? Was ist Ihre erste Erinnerung an die Eucharistie, die Sie haben, die Sie geprägt hat? Meine erste, was wirklich geprägt hat, war Anbetung. Ich hatte noch nicht die erste Kommunion gemacht. Und bei uns in der Kirche beten wir dieser Bettag vor dem Heiligsten. Und ich fühlte mich plötzlich von der Liebe Gottes durchdrungen. Und als ich aus der Kirche rausging, sagte ich zu meiner Schwester, ich werde Priester werden. Wie alt waren Sie da? 7. Wow, eine frühe Berufungsfindung, das ist sehr beeindruckend. Und nun sind Sie von Papst Franziskus sogar zum Generalrelator ernannt worden von der nächsten großen Bischofssynode in Rom, die 2024 stattfinden soll. Und Sie haben auch in der Predigt bereits das Thema Synodalen Weg angesprochen. Und meine Frage ist, was ist denn Ihre Aufgabe da ganz genau? Welche Aufgabe erwartet Sie in dieser Schlüsselfunktion, die Sie da wohl einnehmen werden? Ich glaube, meine Aufgabe ist, ganz voreingenommen zu sein. Ich muss auf das hören, was der Heilige Geist zuerst durch die Laien und dann durch die Bischöfe sagt. Also ich muss sozusagen die eigenen Ideen, die ich vielleicht im Kopf habe, auf die Seite schieben und wirklich hinhören und dann probieren, das zu Papier zu bringen, was ich gehört habe. Und auf welche Weise werden Sie das machen? Also wie werden Sie sich für den Heiligen Geist öffnen? Durch Gebet. Und auch während der Synode selbst, ich meine, es gehen ja 2 Jahre dem voraus und die werden Sie ja auch dann auf nationaler Ebene werden Sie ja auch diese Dinge begleiten. Wie wird es da aussehen? Wie wird die Vorbereitung auf diese große Synode aussehen? Nun, die Antworten gehen ja in das Sekretariat ein und da habe ich noch Einsicht darin. Ich kann mich also dann schon gut vorbereiten und es ist wirklich, der Papst sagt ja, es ist ja kein Parlament. Es darf ja nicht eine kirchenpolitische Abstimmung werden, sondern wir müssen auf das hören, was der Heilige Geist sagt. Und ich habe ja sehr viele Firmungen. Und ich glaube ja daran, dass der Heilige Geist da in den Herzen dieser Jugendlichen drin ist, dass er dann auch sprechen wird. Und wir müssen halt zuhören und die Unterscheidung der Geister pflegen. Dass wir sehen, was kommt von Gott. Und das ist vielleicht überraschend, vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht Gott. Aber ich muss hinhören auf die Menschen und auf das, was Gott durch die Menschen sagt. Fühlen Sie sich Ihrer Aufgabe denn gewachsen, wenn Sie jetzt darauf so schauen? Nein. Ein gutes Zeichen, würde ich mal annehmen. Herr Kardinal, würden Sie uns und den Hörern einen Segen erteilen? Ja. Der allmächtige Gott möge Sie segnen. Er möge Sie vor allem Bösen bewahren. Und eure Schritte lenken auf den Weg des Evangeliums. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön.